Wenn du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann empfehle ich dir, nimm dir einfach Zeit für dich, begib dich in die Natur, im Optimalfall irgendwo, wo du für dich alleine bist, in einem Wald zum Beispiel, und nimm erstmal diese Energie auf, so diese Energie, die dich erdet, die dich wieder in deine innere Mitte bringt, die dich ausgleicht, die deine Frequenz anhebt, die dich erstmal runterfährt und beruhigt. Und diesen Zustand solltest du nutzen, um dir die richtigen Fragen dann zu stellen. Was sind überhaupt deine Werte? Was macht dich aus? Wer bist du? Dann Fragen wie, wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo willst du in 10 Jahren sein? Ja, das heißt, du kreierst dir eine Vision. Genauso wichtig ist es, herauszufinden, was ist deine Bestimmung? Was kannst du gut? Wo sind deine Stärken, die anderen Menschen von Nutzen sein können? Und wie kannst du das im Optimalfall noch monetarisieren? Das sind die Fragen, die du dir stellen solltest. Und dafür solltest du dir meiner Meinung nach jeden Tag immer ein bisschen Zeit nehmen, wenn möglich. Ja? Und erst recht, wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Und dafür ist die Natur einfach der perfekte Platz, um dich einfach zu erden, um einfach anzukommen und einfach mal runterzufahren. Nicht die ganze Zeit immer Ablenkung hier, sofortige Belohnung da und die ganze Zeit immer nur Dopamin, sondern einfach mal runterfahren und entspannen. Einfach mal die Natur genießen und die Energie aufnehmen. Was auch noch hilft ist, wenn du dir natürlich, das habe ich jetzt zumindest auf dem Weg hierher gemacht, Subliminals gibst, ja, ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, das sind einfach nur Frequenzen, die dein Unterbewusstsein beeinflussen, mit Affirmationen und so weiter, die dann durchlaufen, das habe ich auch gemacht, ich nutze das gerade in erster Linie für den finanziellen Bereich und ich muss sagen, es wirkt wirklich sehr, sehr gut, also ich bin extrem dankbar dafür, dass ich das schon vor 2 Monaten angefangen habe und jetzt kommen so langsam die ganzen Hauptauswirkungen wirklich richtig durch. Und ja, die Natur ist ein schöner Ort, die Natur ist ein heiliger Ort und das solltest du dir öfter mal zunutze machen, denn ich bin der Meinung, nichts gleicht dich so gut aus wie die Natur und da kannst du einfach diesen Zustand nutzen, um dir die richtigen Fragen zu stellen. Was übrigens auch wirklich hilft, ist, wenn du nicht nur dir diese Fragen stellst und beantwortest, sondern wenn du es im Nachgang auch nochmal aufschreibst. Weil wenn du Sachen aufschreibst, bleiben die 10-mal mehr hängen, als wenn du es dir einfach nur denkst. Und das ist wichtig. Also schreib dir die Fragen, die ich dir gestellt habe, einfach mal auf und beantworte die im Nachgang einfach mal schriftlich für dich, sodass du dir richtig Zeit dafür nimmst und dann wird sich dein Weg ebnen. Dann wirst du verstehen, warum bist du hier auf der Welt, wer bist du, wo willst du hin, was ist deine Bestimmung und dann wirst du auch wissen, wo es in Zukunft weitergehen soll. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen helfen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall über ein Like und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Wakura. Peace.